Hallo und herzlich willkommen bei Oh La La. Ernährung ist ja nicht nur satt werden, sondern auch die Gesundheit unseres Körpers. Vieles von dem, was wir eigentlich brauchen, um unsere Gesundheit, unser Immunsystem und unseren Darm gesund zu halten, bekommen wir aber heute nicht mehr genug. Nährstoffe, Ballaststoffe, Vitamine, Spurenelemente und Mikroorganismen. Und genau deshalb mache ich heute mit euch fermentierte Zitronen. Und zwar zum Abnehmen, für die Gesundheit und für den Geschmack. Mit so einem kleinen Extra-Rezept könnt ihr alles total aufpeppen. Es schmeckt wahnsinnig gut. Eingelegte Salzzitronen haben ihren Ursprung in Nordafrika, zum Beispiel Marokko. Sie geben jedem Gericht eine unvergessliche, frische, zitronige, salzige Note, die mit nichts anderem zu vergleichen ist. Ihr könnt die in Suppen, ihr könnt sie zu Kartoffeln, ihr könnt sie zum Eintopf und auch zu Salaten machen. Aber das Wichtigste ist, sie sind fermentiert. Wir fermentieren die Zitronen und damit haben wir eine total tolle Darmgesundheit. Ich habe euch vor kurzem ein Video zu Zitronen gemacht, die mal ganz anders waren. Und das hat euch sehr gut gefallen und heute wird es auch noch mal ganz anders und toll. Ganz kurz noch, die Bitterstoffe in den Zitronenschalen, insbesondere das Limonin, können auf verschiedene Weisen einen positiven Einfluss auf unsere Gewichtsabnahme haben. Das Mesokarb, das ist dann das Weiße, regt den Stoffwechsel an, fördert den Fettabbau und enthält Pektin, das sind Ballaststoffe, senkt zudem den Blutzuckerspiegel, schützt den Magen und Darm, stärkt das Mikrobiom, regt die Verdauung an, enthält Vitamine, Flavonoide und ätherische Öle. Und diese tollen Vorteile dieser kleinen Zitrusfrucht kombinieren wir jetzt auch noch mit der Fermentation. Und so bekommen wir auch noch Probiotika. Was fermentierte Lebensmittel im Einzelnen für eine Wirkung auf unseren gesamten Organismus haben, dazu später mehr. Jetzt möchte ich erstmal loslegen. Es könnte nicht einfacher sein, eine solche Delikatesse zuzubereiten. Ihr braucht Salz und ihr braucht Zitronen. Natürlich sage ich hier Bio-Zitronen und ich sage ganz wichtig, Salz bitte ohne Rieselhilfen. Wenn ihr Salz kauft, achtet generell bitte darauf. Das habe ich für euch extra, diesen kleinen Klumpen hier. Diesen kleinen Klumpen würde es nicht geben, wenn das Salz eine Rieselhilfe drin hätte. Denn dann würde das Salz nicht klumpen. Aber schaut mal, das ist ja eigentlich auch kein Problem. Wenn da mal so ein bisschen Salz klumpt, dann kann man diesen Klumpen halt auch wieder wegmachen. Deshalb die Rieselhilfe, das sind nur extra Zusatzstoffe, die wir nicht brauchen. So ihr Lieben, bei den Zitronen ist es natürlich immer schön, mal guckt, dass man da tolle Zitronen kriegt und reinigt die vorher. Ihr wisst ja, dass ich alle meine Zitrusfrüchte und auch mein Obst und Gemüse, das ich kaufe, bevor ich es im Kühlschrank lagere oder auch in der Gemüseschale, erst einmal in einem sehr mild verdünnten H2O2 Wasserlösung gut abspüle, damit ich so Fremdbakterien, die durchs Einkaufen einfach mitgekommen sind, entferne. Dadurch halten alle meine Früchte länger und somit klappt meine Rechnung immer, dass ich sage, ich gebe vielleicht ein bisschen mehr aus, weil ich ein Bio-Obst und Gemüse kaufe, aber ich werfe auch sehr viel weniger weg. Also das zum einen und dann braucht ihr ein Glas, in dem ihr fermentieren möchtet. Könnt ihr unterschiedliche Größen oder Formen nehmen, das seht ihr hier auch. Und ihr braucht etwas Zeit. Abgesehen davon möchte ich euch sagen, dass das auch großartige Geschenke sind, wenn wir das jetzt gleich machen. Also legt los, setzt es an und dann könnt ihr das schon in ein paar Wochen als Delikatesse verschenken. Ich mache jetzt gleich die Zitronen, möchte euch noch sagen, ich habe euch schon mal vor einigen Jahren, ich glaube es sind schon 2 oder 3 Jahre, auch eine ganz tolle Suppe mit so einer eingelegten Zitrone gemacht. Also auch das guckt euch bitte an. Heute mache ich dann mit euch eine Verfeinerung dieses tollen Salats. Ihr bekommt Pellkartoffeln mit Quark mit diesen Zitronen. Ihr bekommt einen ganz tollen Reis damit. Also ihr seht, ihr könnt das wirklich zu allen Gerichten nehmen. Und jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie es dann ist, wenn es fertig ist. Hier seht ihr, dass es so ein bisschen bubbelt. Habt ihr das gesehen, die Blasenbildung, als ich es jetzt gerade aufgemacht habe? Das bedeutet, dass hier was passiert. Die Milchsäurebakterien, die arbeiten hier. Das heißt, es ist wunderbar fermentiert. Und wenn ihr eine Idee davon habt, wie eine Zitrone riecht, dann ist das die tausendfach stärkere
Duftnote. Und genau das passiert bei einer Fermentation. Durch diese Milchsäurebakterien, die jetzt dort gearbeitet haben eine Weile lang, wird nicht nur alles, was diese Frucht mit sich bringt, von der Nährstoffdichte einfach noch intensiver, sondern eben auch vom Geruch. Also ich hoffe, ihr seid jetzt dabei. Es könnte nicht einfacher sein. So, ich stelle das mal zur Seite, denn wir legen ja von Neuem los. Passt auf, bei der Zitrone gewaschen. Ich mache es nur so, dass ich vielleicht hier die Enden abschneide. Ansonsten lasse ich da alles dran. Bitte nehmt, wenn es geht, gefiltertes Wasser. Ein Video zu einem Wasserfilter habe ich euch auch gemacht. Und jetzt schneiden wir diese Zitrone auf. Hier seht ihr die wunderbare Schale und hier seht ihr das Mesokarp. Und nur damit ihr es nochmal wisst, schon so alleine ist das eine Delikatesse. Dieses Mesokarp ist wahnsinnig gut und verbrennt Fett. Toll, ich lege das jetzt hierher, mach weiter. Schaut mal, ihr könnt diesen Zitronen so einschneiden, dass sie unten nicht ganz aufgeht. Und jetzt ist das ganze Hexenwerk, dass ihr da Salz zwischentut. Zudem kommt ein bisschen Salz ins Glas unten rein. Jetzt wird die Zitrone hier reingetan und gedrückt. So. Und dann kommt die nächste drauf. Um den Druck zu erhöhen, könnte man das jetzt auch noch zuschnüren. So habe ich das in meinem anderen Video, das ich euch vor vielen Jahren mal gemacht habe, gezeigt. Aber ich brauche das jetzt mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Ich drücke die jetzt so hier drauf. Ich drücke die auch noch mal so, dass auch so die Fruchtwaben so ein bisschen angedrückt sind und auch der eigene Zitronensaft jetzt austritt. Dieses ganze Salz, was ihr, wenn ihr jetzt auf einem Brett arbeitet, was daneben geht, das macht ihr einfach in die nächste Zitrone. Und gibt es nachher auch noch ins Glas darüber. Jetzt schneide ich die Zitrone durch. Weil jetzt sehe ich ja, dass keine ganze mehr reinpasst. Also muss ich jetzt nur noch das bisschen an Platz, was da ist, noch mal richtig schön auffüllen. Dann kann das alles am besten arbeiten. Das ist ja alles ganz was Neues. Früher hat man doch gesagt, gib dir das Leben Zitronen, mach Limonade draus. Scheint jetzt anders zu sein. Aber wenn ihr wissen wollt, was es noch alles Neues gibt, dann schaut doch mal bei Olala und Solala auf Instagram vorbei. Stimmt's? Viel Spaß! So, jetzt ist unser Gläschen aber schon ganz schön voll und ihr seht da unten, dass sich auch schon eine ganze Menge an Zitronensaft angesammelt hat. So, und jetzt geben wir diesem Glas noch den Rest. Und jetzt muss es aufgegossen werden. Ich muss mal schnell meine Hände abspülen. Man kann es hier so machen, dass man es mit purem Zitronensaft aufgießt. Das machen einige, ich mache das nicht. Ich gieße das mit Wasser auf, weil ich fände jetzt so viele Zitronen dafür nochmal auszudrücken, um das jetzt hier voll zu machen, irgendwie zu viel. Und nach meinem System funktioniert das auch sehr, sehr gut. So, und dann habt ihr ja hier gesehen, das Wichtigste ist jetzt, dass die ganzen Bestandteile der Zitrone unter Wasser gedrückt werden, wenn das Glas zu ist, dass nichts nach oben rauskommt. Deshalb habe ich hier so ein kleines Glas dazu getan, also so eine kleine Glasschüssel, die habe ich falsch rum da reingetan, die tue ich jetzt hier oben drauf und verschließe jetzt dann mein Glas. So. Und das ist der Trick. Könntet ihr auch einen Stein reintun, wenn ihr möchtet. Und so habt ihr jetzt wirklich die ganze Frucht unter der Flüssigkeit, habt alles schön mit Salz. Und jetzt könnt ihr ein bisschen abwarten und die Sache fermentieren lassen. Die ersten 2 Tage würde ich es bei Zimmertemperatur draußen stehen lassen und danach gerne im Dunkeln kühl für die nächsten 2-3 Wochen weiter fermentieren lassen. Das ist schon das ganze Hexenwerk. Jetzt räume ich hier ganz kurz auf und dann zeige ich euch, was ich mit meinen fertig fermentierten Zitronen alles mache.
Gut, Freunde, also jetzt zeige ich euch mal, ihr könnt natürlich alles damit machen. Suppen, bla bla, Eintöpfe, bla bla. Ich habe jetzt hier einen wunderbaren Rotkohlsalat mit ein bisschen Granatapfel. Und da nehme ich jetzt auch eine von meinen tollen fermentierten Zitronen rein. Das Tolle ist, also ich benutze die natürlich im Ganzen. Es gibt jetzt ganz viele Leute, die nehmen jetzt hier das Innere raus und schneiden nur das ganz dünn in Streifen, weil es so schön zum Würzen ist. Mmh. Ist das lecker. Lecker und knackig. Aber ich nehme natürlich alles und ich muss auch sagen, wenn ich eine Zitrone erwischt habe, die ein paar Kerne drin hat, finde ich das auch nicht schlimm. Ja? Ich esse das Fruchtfleisch natürlich auch mit, weil die Kerne sind ja auch fermentiert. Und deshalb, oh, ist das lecker. Ihr könnt also jetzt diese Zitrone in feine, dünne Streifen schneiden oder hacken und sie dann untermengen. Oder ihr könnt auch, wenn ihr sie serviert, meiner Meinung nach ganze Stücke reinmachen, weil das dann auch sehr, sehr schön aussieht. Ja? Schaut mal, so ein Salat, wenn ihr den dann auftut und ihr habt dann am Rand, am Essen, einfach so eine schöne Zitrone, das ist perfekt. Wozu es noch besonders gut passt, finde ich, sind Pellkartoffeln. Pellkartoffeln, ja, die sind nur noch lauwarm, toll. So, richtig schöne Pellkartoffeln. Dazu ein Quark. Ist natürlich ein veganer Kräuterquark für alle, die sich fragen. Und dann dazu die Zitrone. Das ist ein Gedicht. Diese Kombi finde ich einfach so, so toll. Schaut mal. Ist einfach mal sowas Besonderes. Das gibt der ganzen Sache eine ganz spezielle Note. Also, so esse ich es auch sehr gerne. Wo stelle ich das denn alles hin? Letztendlich ist jede Küche immer zu klein. Und dann, wozu ich es auch noch wahnsinnig lecker finde, ist ein Reis. Ein leckerer Reis, der kann auch gerne vom Vortag sein, wisst ihr ja. Bin ja ein großer Fan des Meal Preps. Weil, wenn wir den Reis kochen und ihn stehen lassen, haben wir ja dazu dann auch noch die resistente Stärke, also die retrogradierte Stärke. Das heißt, ganz viele Teile der Kohlenhydrate sind hier in Ballaststoffe umgewandelt und sind also somit dann auch noch präbiotisch. Dann heißt es also, wir haben Probiotika und Präbiotika. Und da nehmt ihr jetzt auch einfach zu diesem Reis eure Zitrone dazu. Leute, das ist die neue Art und Weise, wie wir essen müssen, wie wir essen sollten. Denn das sind genau die Sachen, von denen wir nicht mehr genug in unserer herkömmlichen Nahrung haben. Wir haben einfach viel zu wenig Probiotika und viel zu wenig Präbiotika. Und hier zum Beispiel habt ihr beides. Mmh. Dieses Reisgericht, diese Kombi, auch diese Bissfertigkeit, lecker. Habe ich euch hier im Video auch gezeigt, wie ich das gemacht habe. Ich habe diesen Reis mit Berberitzen gemacht. Da habt ihr noch einen besonders tollen Kick für euren Cholesterinspiegel. So, da ich jetzt aber noch einiges an Informationen habe, die ich euch gerne mitteilen möchte, nämlich wie versprochen, was der Vorteil von fermentierten Lebensmitteln für unsere gesamte Gesundheit bringt, kann ich jetzt nicht weiter essen, sondern muss hier arbeiten. Und jetzt kommt Punkt 1. Verbesserung der Verdauung. Fermentierte Lebensmittel enthalten probiotische Bakterien, die der Darmgesundheit förderlich sein können. Diese Mikroorganismen unterstützen die Verdauung und helfen, dem Darmmikrobiom im Gleichgewicht zu bleiben. Zweitens, eine erhöhte Nährstoffverfügbarkeit. Durch den Fermentationsprozess können bestimmte Nährstoffe in Lebensmitteln besser aufgeschlossen werden und für den Körper leichter verfügbar gemacht werden. Dies kann auch dazu
beitragen, dass zum Beispiel die Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und essentiellen Nährstoffen besser wird. Drittens, die Stärkung unseres Immunsystems. Ein gesunder Darmtrakt, das wissen wir ja heute mittlerweile, ist eng mit einem starken Immunsystem verbunden. Probiotische Bakterien, die durch Fermentation eingeführt werden, können helfen, die Immunabwehr zu stärken und die Abwehr gegen Krankheitserreger zu verbessern. Ja, bleibt draußen, sagen wir dann, ne? Viertens, die Reduzierung von Entzündungen im Körper. Fermentierte Lebensmittel enthalten oft bioaktive Verbindungen, die entzündungshemmende Eigenschaften haben können. Und diese können dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Und fünftens, last but not least, es ist eine Unterstützung der mentalen Gesundheit. Es gibt mittlerweile Hinweise und Studien dazu, dass die Darm-Gehirn-Verbindung eine Rolle bei der mentalen Gesundheit spielt. Probiotika aus fermentierten Lebensmitteln können dazu beitragen, die Stimmung zu regulieren und das Risiko, psychisch zu erkranken, einfach verringern. Das waren die wichtigsten Punkte, die ich euch gerne mitteilen wollte, damit ihr wisst, welche gesundheitlichen Vorteile fermentierte Lebensmittel für unser gesamtes System haben. Und weshalb müssen wir das so explizit besprechen? Weil wir einfach viel zu wenig fermentierte Lebensmittel mittlerweile in unserem Alltag haben. Früher hatten die Menschen das ja. Die haben was geerntet und um es dann haltbar zu machen, haben sie es eingelegt und fermentiert, damit sie es dann über viele Monate auch konservieren konnten. Hatte den Vorteil, dass man gut durch den Winter, also sozusagen durch die Jahreszeit gekommen ist, wo man nicht ständig neue Lebensmittel bekam. Aber hatte natürlich auch noch den Vorteil, dass die Leute dadurch einfach so viele Probiotika hatten. So, ich hoffe, das hat euch einfach sehr viel Spaß gemacht, sehr viel genützt. Und ihr wisst jetzt zum Beispiel, was ihr für tolle Kleinigkeiten machen könnt in den ganz verschiedenen, unterschiedlichsten Gläsern, die ihr eben auch euren Lieben schenken könnt. Zum Muttertag, zum Vatertag, zum Geburtstag, als Mitbringsel in die Wohnung, was auch immer. Und ja, zum Beispiel auch einfach, wenn ihr euch sonntags trefft und zusammen Olala und Solala guckt, dann könntet ihr doch einfach entweder alle zusammen so ein Glas Zitronen fermentieren oder es verputzen. Das war's von mir für heute. Ich habe hier für euch noch die allerwichtigsten Videos, von denen ich mir sehr wünschen würde, dass ihr euch jetzt gleich diese Videos anschaut. Zum einen nochmal das Video, wo ich die Zitrone erkläre und weshalb ihr auf gar keinen Fall mehr herkömmlichen Zitronensäfte trinken solltet, sondern nur auf diese Art. Und zum anderen das tolle Video, wo ihr auch seht, wie diese fermentierten Zitronen in einer Suppe so richtig zum Genuss werden. Also bis zum nächsten Mal bei Olala und Solala und denkt immer dran, das ist Olala und wenn ihr es nicht macht, dann ist es Solala. Tschüss!